Herr Wildgruber, ich heiße Sie herzlich willkommen im Namen vom Netzwerk Ethik heute und beginne dieses Interview mit der Frage: Was ist Ihr Selbstverständnis als Filmemacher? Was möchten Sie gerne mit dem Medium Film transportieren? Mir ist es wichtig, dass man das Medium Film nicht missbraucht, sondern dass man es nutzt als künstlerisches Element letztendlich, um Fragen, drängende Zeitfragen unseres Gegenwartsbewusstseins auszudrücken, in Frage zu stellen und oder zu inspirieren. Ich denke, das ist das, was wir als Filmemacher tun können. Ich bin auch viele Jahre natürlich in der Werbung unterwegs gewesen und in den Kommunikationsbereichen, in Organisationen und auch mit Agenturen zusammen. Und dann lernt man natürlich auch, was das Medium sonst noch so alles kann, wie es manipulativ eingesetzt werden kann. Und davon habe ich, je länger ich meine Selbstständigkeit, meinem Beruf nachgehe, versucht, immer mehr Abstand von zu nehmen, um eben mich mehr dem Geschichten erzählen und den Themen zuzuwenden, die ich für relevant halte. Und um das Medium Film eben so einzusetzen, dass es eher eine Inspirationsquelle sein kann und eben Geschichten erzählen, wenngleich es im klassischen Sinne, wenn man so will, natürlich immer darum geht, irgendwie auch zu funktionieren auf dem Markt und auch im Kino oder in den letztendlichen Medien. Also von daher, das ist so ein bisschen Ja. mein Einstieg dazu oder meine Einstellung dazu. Was, welche Aufgabe hat Bildung für Sie im 21. Jahrhundert und was ist Ihre Zukunftsvision? Was würde sich in der Welt ändern, wenn wir wirklich den Kindern mehr Achtsamkeit, Herzensbildung und Menschlichkeit vermitteln? Aus meiner Sicht ist eben das Entscheidende, dass wir verstehen, lernen, was das Leben ist, was das Lebendige ist. Das ist mal das eine. Also das ist für mich auch persönlich das zentrale Thema, warum und meine Motivation, das hatte ich ja eingangs auch gesagt, wenn wir uns in der Welt bewegen, dann bewegen wir uns durch eine lebendige Welt. Wir haben Tiere, wir haben Pflanzen, wir haben andere Menschen und wir selbst sind lebendige Wesen. Das heißt, wenn wir uns diesem lebendigen Prinzip nähern wollen, dann ist es eine der unglaublichsten und spannendsten Lernreisen, die wir überhaupt nur machen können, weil wir daran bewusst werden und weil wir dann an der Wirklichkeit des Lebens aufwachen. Und das muss letztendlich der Zweck von Bildung sein, dass wir den Menschen und die Natur und das Lebendige in das Zentrum stellen. Also was fördert sozusagen diese Bewusstwerdung am Lebendigen? Wenn man anfängt, so auf das Leben zu schauen, dass wir eben in Lebens- und Rhythmen und Prozesse eingebunden sind, dann landen wir in den Ergebnissen, die wir durch unser tägliches Handeln hervorbringen, an einer anderen Stelle. Denn dann wird uns klar, okay, wenn ich Gift auf die Felder fahre und eine falsche Landwirtschaft habe, dann nehme ich die im Umkehrschluss wieder in mich auf. Du bist, was du isst. Ja? Dann nehme ich diese Gifte wieder auf. Das heißt also, das, was schon im Denken und Fühlen und in der Verbindung mit der Welt falsch läuft, kommt auf uns zurück. Wir sind damit verbunden und von der Welt und dem Lebendigen abhängig. Das heißt, das muss in die Mitte, das sollte in das Zentrum der Ausbildung gestellt werden. Und wenn das passiert, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dann versteht man, schade ich anderen Menschen, schade ich mir selbst, schade ich der Welt, schade ich mir selbst. Und im Grunde genommen ist auch ein weiterer großer Aspekt eben, dass wir in ein salutogenetisches Verständnis von Gesundheit kommen. Also wie werde ich ganz lebendig? Das würde ich mir sehr wünschen, wenn das in den Schulen sozusagen auch Usus wird, dass uns klar wird, dass wir uns eben
verlebendigen und entwickeln und dass jeder Mensch das auf seine Art macht und auch auf seine Art individuell den Zugang finden muss zu seiner Entwicklung. Das ist ja das Freiheitlichste letztendlich, was wir tun können, uns selbst zu ergreifen. Auch die Praxis der Achtsamkeit und des Mitgefühls und der Meditation, wenn man so will, ist etwas, das nur freiheitlich ergriffen werden kann. Es kann nicht verordnet werden. Das heißt, es ist eine bewusste Entscheidung, sich selbst auf den Weg zu bringen im Leben. Und das muss im Grunde genommen als Innovationsprozess in den nächsten 10, 20 Jahren integriert werden, wenn wir in einer lebenswerten Zukunft leben wollen und wenn wir auch die Digitalisierung und auch die Technologisierung und diese Innovationssprünge sinnhaft gestalten wollen. Ansonsten, auch nicht zuletzt Jack Ma zum Beispiel, der Gründer von Alibaba, hat ja im Weltwirtschaftsforum gesagt, wenn wir die Kinder nicht in Kreativität und Mitgefühl ausbilden, glaube ich, war es so grob, dann werden sie den Kampf gegen die Maschinen verlieren. Und da ist jetzt einfach Gefahr im Verzug, sage ich mal, dass man sich eben in der Bildung auf den Weg macht. Wie ließe sich das umsetzen? Ja. Tja, das ist natürlich die große Gretchenfrage am Ende vom Tag. Aus meiner Sicht ist eben das Entscheidende, dass wir verstehen, lernen, was das Leben ist, was das Lebendige ist. Das ist mal das eine. Also das ist für mich auch persönlich das zentrale Thema, warum und meine Motivation, das hatte ich ja eingangs auch gesagt, wenn wir uns in der Welt bewegen, dann bewegen wir uns durch eine lebendige Welt. Wir haben Tiere, wir haben Pflanzen, wir haben andere Menschen und wir selbst sind lebendige Wesen. Das heißt, wenn wir uns diesem lebendigen Prinzip nähern wollen, dann ist es eine der unglaublichsten und spannendsten Lernreisen, die wir überhaupt nur machen können, weil wir daran bewusst werden und weil wir dann an der Wirklichkeit des Lebens aufwachen. Und das muss letztendlich der Zweck von Bildung sein, dass wir den Menschen und die Natur und das Lebendige in das Zentrum stellen. Also was fördert sozusagen diese Bewusstwerdung am Lebendigen? Das, wenn man anfängt, so auf das Leben zu schauen, dass wir eben in Lebens- und Rhythmen und Prozesse eingebunden sind, dann landen wir in den Ergebnissen, die wir durch unser tägliches Handeln hervorbringen, an einer anderen Stelle. Denn dann wird uns klar, okay, wenn ich Gift auf die Felder fahre und eine falsche Landwirtschaft habe, dann nehme ich die im Umkehrschluss wieder in mich auf. Du bist, was du isst. Ja? Dann nehme ich diese Gifte wieder auf. Das heißt, also das, was schon im Denken und Fühlen und in der Verbindung mit der Welt falsch läuft, kommt auf uns zurück. Wir sind damit verbunden und von der Welt und dem Lebendigen abhängig. Das heißt, das muss in die Mitte, das sollte in das Zentrum der Ausbildung gestellt werden. Und wenn das passiert, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dann versteht man, schade ich anderen Menschen, schade ich mir selbst, schade ich der Welt, schade ich mir selbst. Und im Grunde genommen ist auch ein weiterer großer Aspekt eben, dass wir in ein salutogenetisches Verständnis von Gesundheit kommen. Also wie werde ich ganz lebendig? Das würde ich mir sehr wünschen, wenn das in den Schulen sozusagen auch Usus wird, dass uns klar wird, dass wir uns eben verlebendigen und entwickeln und dass jeder Mensch das auf seine Art macht und auch auf seine Art individuell den Zugang finden muss zu seiner Entwicklung. Das ist ja das Freiheitlichste letztendlich, was wir tun können, uns selbst zu ergreifen. Auch die Praxis der Achtsamkeit und des Mitgefühls und der Meditation, wenn man so will, ist etwas, das nur freiheitlich ergriffen werden kann. Es kann nicht verordnet werden. Das heißt, es ist eine bewusste Entscheidung, sich selbst auf den Weg zu bringen im Leben. Und das muss im Grunde genommen als Innovationsprozess in den nächsten 10, 20 Jahren integriert werden, wenn wir in einer lebenswerten Zukunft leben wollen und wenn wir auch die Digitalisierung und auch die Technologisierung und diese Innovationssprünge sinnhaft gestalten wollen. Ansonsten, auch nicht zuletzt Jack Ma zum Beispiel, der Gründer von Alibaba, hat ja im Weltwirtschaftsforum gesagt, wenn wir die Kinder nicht in Kreativität und Mitgefühl ausbilden, glaube ich, war es so grob,
dann werden sie den Kampf gegen die Maschinen verlieren. Und da ist jetzt einfach Gefahr im Verzug, sage ich mal, dass man sich eben in der Bildung auf den Weg macht. Ja, vielen Dank, Herr Wildgruber, für dieses Interview. Und ich finde auch, Kinder sind unsere Zukunft und Ihr Film macht wirklich Hoffnung auf ein neues Bildungssystem und insgesamt diese Bewusstseinskultur, ja, mehr Lebendigkeit in die Schulen zu bringen, mehr Bewusstsein über das Leben und auch diese ethische Haltung, eben nicht zu schaden, anderen Menschen nicht zu schaden, weil es sonst auf uns zurückfällt und macht einfach Hoffnung. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja. Ich danke auch recht herzlich.